Ja, schönen guten Abend. Heute hier am Mittwoch. Wir stehen hier im Vereinsheim von Turbo Düsseldorf. Und obwohl der Winter zurück ist, Schneeregen den ganzen Tag, Willi, wird heute gespielt, das einzige Spiel. Exklusive Rechte heute Abend. Wie ist dein Gefühl? Ja, ich gebe dir erstmal recht. Alle anderen drei Spiele sind abgesagt. Wir spielen exklusiv. Und hier der Vereinswirt, der hat auch schon Sky angeschaltet. Ich weiß nicht, ob wir übertragen werden, aber ich glaube nicht. Aber wir spielen, trotz des schlechten Wetters, ja. Und für uns ist es ja eigentlich auch ganz wichtig, dass wir heute spielen. Wir müssen ja einiges noch nachholen und sag mal, drei oder vier englische Wochen hintereinander haben wir jetzt schon. Lass uns das nicht aufschieben, lass uns heute spielen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und Ingmar hat ja auch gesagt, ist egal, ob die Spieler trainieren oder spielen. Sie wollen sogar lieber spielen als trainieren. Und von daher denke ich mal, macht das nichts. Wir sind jetzt im Rhythmus, wir haben jetzt wieder angefangen, zweimal hintereinander gespielt. Heute drittes Spiel. Mal gucken, was heute rauskommt. Obwohl, ich sag mal, nach Sonntag hätten sie vielleicht besser noch mal ein bisschen trainiert. Aber wenn sie heute spielen, müssen sie besser spielen als am Sonntag, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich sag mal, Sonntag war aber von beiden Mannschaften war nichts. Und okay, aber ich denke, es ist kein Maßstab. War Aschenplatz ist keine Entschuldigung, aber ich denke mal, es war kein Maßstab. Heute werden wir bestimmt schon einen anderen SV wieder sehen. Ich hoffe mal, dass heute aus einer starken Abwehr ausgespielt wird. Ja, auf Kunstrasen, wem hat der Ingmar denn das Vertrauen geschenkt? Ich habe schon gesehen hier, der Hotic, der hier letztes Jahr noch hier gespielt hat, ist dabei, wieder dabei. Ja, also Hotic hat vorige Woche gespielt, der Ada, und ist jetzt auch dabei. Ich denke mal, dass er seinen Geburtstag gut verkraftet hat, dass er fit ist. Ja, im Prinzip vertraut Ingmar nochmal auf die gleiche Mannschaft, wobei natürlich eine Wechselung ist, dass Sammy ja rot gesperrt wurde, ist Miles Adoye in die Mannschaft gekommen. Und so spielen wir, also so sehe ich es zumindest, diesmal mit einer Vierer Abwehrkette. Dann haben wir im Mittelfeld ein bisschen defensiv mit Kani, Selçuk und Lars etwas defensiv. Davor mit Ange und Miles Adoye und mit einer Spitze mit Lukas. Also für mich ist das eine ziemlich defensive Aufstellung, sage ich mal. Aber hinten links der Güven ist eigentlich ein Offensiver. Der hat im Spiel am Sonntag gegen Hamburg noch ein paar offensive Akzente gesetzt, ne? Also es waren nicht viele offensive Akzente da. Also ich habe nicht so viele gesehen. Aber es war nicht schlecht. Ja, okay. Muss man darauf aufbauen. Der Güven kann natürlich auch den Ball nach vorne bringen. Mit Sicherheit und ich denke mal, der eine oder andere, also wir würden hier uns auch nicht kampflos geschlagen geben. Ich denke mal, Ingmar hat die Mannschaft gut eingestellt und ich denke mal, wir sehen heute ein gutes Spiel hier beim Turm. Aber alles, was man hier mitnimmt beim potenziellen Zweiten, sage ich mal, ist schon Bonus, oder? Na klar, alles andere, sage ich mal, wie eine Niederlage von der SV, ist ja eine Überraschung, sage ich jetzt mal. Aber Überraschung gibt's, so ist es auch im Pokal. Ich sage, wir sind die Underdogs heute. Und wer weiß, vielleicht werden wir auch mal unterschätzt. Und die Jungs haben sich gefangen wieder. Und wir nehmen hier einen Punkt mit. Ich hoffe, dass wir einen Punkt mitnehmen. War das schon der Tipp? Ich wollte gerade fragen. Möchtest du nochmal tippen oder besser nicht? Eigentlich nicht, aber ja komm, ein Punkt. Wir müssen was machen. Der SV muss was machen. Ein Punkt nehmen wir mit hier, bin ich überzeugt. Okay, schauen wir mal. Danke dir, Willi. Wir trinken noch ein Bierchen hier im Trockenen, im Warmen vor allem und dann gehen wir gleich raus in die Schneehölle. Und in Schlösseralt, das schmeckt auch mal ganz gut. Alles klar, guten Durst. Danke.